Und das wirkt halt, da denke ich mir halt, wenn ich das sehe, denke ich halt so, ey. Also ich liebe halt dieses Gefühl, wenn du irgendwo etwas kaufst und einfach weißt, da hat sich jemand echt Gedanken gemacht. Also jemand echt mit Liebe zum Detail bei der Sache, der da so ein bisschen die Extrameile geht, gibt mir direkt so ein Gefühl von, boah, ich bin hier voll aufgehoben. Ich bin hier voll, ja, man kümmert sich um mich so. Also eigentlich so in diese Welt des Unternehmertums bin ich 2013 reingekommen. Durch, haben gerade drüber gesprochen, Tim Ferriss 4-Stunden-Woche, so damit hat alles angefangen, wie irgendwie für jeden so gefühlt, war damals 21. Genau, dann habe ich, ich habe selber damals mich komplett roh vegan ernährt, also nichts Erhitztes und nichts Tierisches, und alle haben gesagt, okay, wie crazy, das geht doch irgendwie nicht, kann man den ganzen Tag nur Karotten essen. Hab dann gesagt, okay, ich starte mal damit einen Blog. Der hat sich dann recht schnell recht gut entwickelt, das war so in dem ganzen veganen und Gesundheitsbereich, so bevor irgendwie alle anderen gekommen sind. Ja, das ist ein guter Zeitpunkt, ja. Ne? Ja, also jetzt, 13, vor 6 Jahren, genau, 2013. Und hatte danach, weiß nicht, 2 Monaten, hatte ich 15.000 monatliche Leser, ohne irgendwie einen Peil von irgendwas zu haben. Ich habe einfach nur Artikel geschrieben und die waren dann halt sofort irgendwie Google Platz 1, wenn du halt nach Rohkostrezepte irgendwie suchst oder so. Und war dann so ein bisschen überrascht von dem ganzen Volumen, was daraus entstanden ist. Und genau, habe dann halt E-Book kreiert, Kurse kreiert und so weiter. Habe dann 1,5 Jahre das aufgebaut und war dann eigentlich im deutschsprachigen Bereich so der Rohkost-Drop war ich immer, genau. Und habe dann noch, weiß nicht, auch Jahre später habe ich dann auch Nachrichten bekommen, wann gibt es wieder neue Rezeptvideos und sowas. Das war halt geil. Aber wenn ich mir jetzt die Sachen angucke, denke ich halt so, was hast du da gemacht? Aber es hat halt irgendwie niemand irgendwas dazu gesagt. Sinnvolles irgendwie gemacht, und das war halt ein bisschen sinnvoller als das, was die meisten Leute gemacht haben. Genau, und habe dann 2015 eigentlich gemerkt, das ist cool so, aber ich war nie so der typische Food-Blogger oder irgendwie Food-Coach, der sich den ganzen Tag irgendwelche Studien reingezogen hat oder den ganzen Tag sich mit dem Thema Ernährung beschäftigt hat, sondern ich habe halt das gemacht. Und dann, wenn ich halt mir irgendwie Content reingezogen habe, habe ich halt Gary Vee, Tony Robbins, Tim Ferriss und so weiter, habe mich halt eher mit dem Business dahinter irgendwann mehr assoziiert und habe dann gemerkt, okay, ich möchte die Erfahrung, die ich halt selber gemacht habe im Aufbau, einfach weitergeben, weil ich für mich selber gemerkt habe, die Veränderung in meinem Leben durch die Ernährungsumstellung war eine sehr große, hat für mich alles ausgelöst, aber noch eine größere war, als ich es geschafft habe, halt Vollzeit von dem zu leben, was ich halt feiere, was halt einfach mein Ding ist. Und habe ich gesagt, okay, ey, ich möchte andere Leute dabei unterstützen, so dasselbe zu machen, mit einer Passion, mit einer Leidenschaft für ein Thema, egal ob das jetzt bei Ihnen Ernährung oder Finanzen oder Yoga oder was auch immer Sie begeistert, damit letztendlich ein Business aufzubauen. Genau, und habe dann 2015 angefangen, parallel auch zum Rohkost 1x1 meine ersten Business-Coachings zu geben und habe dann einen Kurs kreiert. Und hat sich so langsam so gegeneinander irgendwie ausgeschlichen. Und eigentlich jetzt seit 4 Jahren bin ich halt komplett nur in dem Business-Thema unterwegs und genau, mache halt Awesome People Conference, mache verschiedene Coaching-Dinge. So das Lieblingsbaby ist so unsere Talentschmiede. Da für Leute, die es nicht kennen, ich erkläre das immer so eine Mischung aus Höhle der Löwen und Big Brother. Wir haben quasi Leute, die kommen hin, pitchen ihre Business-Idee, stehen alle ganz am Anfang so mit 200 Instagram-Follower, niemand kennt mich, aber das ist mein Ding so. Kommen halt hin, pitchen ihre Idee, wir machen dann Castings, wählen dann die 6 aus, die, bei denen wir das meiste Potenzial sehen, fliegen mit denen nach Bali 6 Wochen, bringen ihre Business an den Start, dokumentieren das Ganze mit der Kamera, packen das auf YouTube und zeigen quasi so der Welt, okay, wie... Im Prinzip das, was ich halt damals selber nicht gemacht habe. Ja. Ich fange gerade an, wie kann das aussehen? Weil ich finde halt, es ist halt geil, wenn halt Leute, die halt schon viel geschafft haben, das halt zeigen. Aber es ist halt nochmal ein Ticken geiler, wenn jemand, der an dem gleichen Standpunkt steht wie du, zeigt, ja, wie mach ich meinen ersten Launch, wie mache ich meinen ersten Livestream, wie überwinde ich die Angst davor und so weiter und so fort. Genau, das ist so mein Herzensding. So. Personalisieren. Und auf der einen Seite, du kannst halt personalisieren durch den Namen, indem du, wie du, ne, schreibst, hey Caro, vielen, vielen Dank, ist schon mal geil. Aber wenn es noch ein bisschen mehr persönlich, also individuell für den Einzelnen, dann wirkt es halt noch krasser. Was ich mir zum Beispiel vorstellen könnte,
dass du noch den Ort, wo derjenige herkommt, mit involvierst. Das heißt zum Beispiel, wenn jetzt jemand aus Berlin kaufst, schreibst du am Ende in der letzten Zeile noch, sonnige Grüße nach Berlin oder irgendwie sowas. Oder wenn jetzt jemand, keine Ahnung, kommt jetzt irgendwie von der Nordsee in die, schreibst du noch in den hohen Norden oder irgendwie sowas, weißt du? Das ist so eine kleine Sache, wo man wieder merkt, okay, da hat sich jemand die Mühe gemacht, zu gucken, wo eigentlich dieses Päckchen jetzt hier hingeht. Und das wirkt halt, da denke ich mir halt, wenn ich das sehe, denke ich halt so, ey, also ich liebe halt dieses Gefühl, wenn du irgendwo etwas kaufst und einfach weißt, da hat sich jemand echt Gedanken gemacht, dass jemand echt eine Liebe zum Detail bei der Sache, der da so ein bisschen die Extrameile geht, gibt mir direkt so ein Gefühl von, boah, ich bin hier voll, voll aufgehoben, ich bin hier voll, ja, man kümmert sich um mich so. The best intentions that don't make it gold. I gave you everything I had, my money, my happiness. Don't need that much from you, just more than this. So I'll tell you here on now, I'm singing a brand new song. And baby, oh baby. Seine oberflächlichen Probleme ihm irgendwie Tipp geben oder irgendwie was, sondern müssen wir das adressieren. Das ist eine ehrliche Konversation. Ey, lass mal telefonieren. Was hast du dir erwartet? Wie können wir dich besser unterstützen? Und so weiter. Wirklich ehrlich, ehrlich, ehrlich kommunizieren, diesen Elephant in the Room adressieren und erst dann können wir weitermachen und können an den anderen Herausforderungen arbeiten. Diese Negativität, die muss raus und die geht nur raus, wenn das Ganze Luft bekommt und Raum bekommt. Und noch ein Punkt zum Thema Probleme lösen. Auch wieder ein geiler Satz, when faced with a problem, don't run the problem, run the team. Er hat sich in den Teams, die er gecoacht hat, wenn irgendein großes Problem aufgekommen ist, viel, viel weniger auf die Lösung des Problems an sich fokussiert und viel, viel mehr auf das Team, um das Team zu empowern, die Lösung des Problems dann zu finden. Er hat super selten seinen eigenen Senf dazugegeben und hat gesagt, ey, mach doch diesmal so und so und so, sondern hat sich immer darauf unterstützt, das Team zu empowern, Kommunikationsprobleme zu adressieren, die zu lösen, dafür zu sorgen, dass alle wirklich an einem Strang ziehen, weil er wusste, wenn ich das schaffe, wenn ich das Team dabei unterstütze, dann kriegen die auch das Problem alleine gewuppt. Freunde, die Content Production ist durch. Ich habe jetzt wieder meinen wöchentlichen Content Production Day, Insta, Podcast, alles für die Woche vorbereitet. Aber das Wichtigste für heute, und das haben wir heute definitiv gelernt, die Menschen sind das Wichtigste. Mhm. Egal ob das Team oder die Kunden oder den Fokus immer wieder auf die Leute zu haben, für die man all das eigentlich macht. Und deswegen haben wir nämlich unseren Head of People unseres Unternehmens hier an meiner Seite stehen. Und ich glaube, das kannst du bestätigen, oder? Ja, voll. Also ich merke einfach immer wieder, dass es egal ob Mitarbeiter oder Kunden, es geht im Endeffekt um die Story. Es geht um die Story jeden Einzelnen und wir merken ja bei jedem Call oder auch bei jedem Mal, wo wir mit dem Team zusammenkommen, wie viel Ehrlichkeit und wie viel Verwundbarkeit da auch da ist und wie viel die Menschen einem auch offenbaren, wenn man den Mensch Mensch sein lässt und voll, eben voll, ja, nicht als Maschine irgendwie sieht, sondern ja, wenn man sich wirklich um den Menschen auch kümmert. Und uns ist es einfach mega... Und diese Individualität halt einfach auf dem Schirm total hat. Ne? Das ist halt, glaube ich, super, super wichtig. Total. Und einfach als Grundvoraussetzung im Unternehmen einfach schon ist, leb deine Einzigartigkeit und sei, wer du wirklich bist. Also hier darfst du wirklich du sein. Und weißt du, wer ich gerade wirklich bin? Wer? Hungrig. Und da kommt unser Taxi mit zum Abendessen. Haut rein. Abendesszeit, macht's gut. Ciao, ciao. So I'll tell you here on now, singing a brand new song. Ich bin in Lua. Kinder, jetzt kommen wir da jetzt nochmal zusammen hier. Ich, ja deswegen. Jetzt entsperren. Nein, Gott. Warum machst du das parke denn? Parke dein Fahrzeug bitte so. Warum machen Sie das? Ich habe ein Fahrzeug. Warum geparkt. Machen Sie das? Ja, komm, spring rauf. Wir fahren nein, jetzt nach Hause. Nein, wir fahren nicht da. Das ist illegal. Das darf ich nicht machen. Du bist illegal. Jetzt komm. Ja, ich bin sowieso illegal. Jetzt komm nochmal. Komm nochmal. Das ist viel zu creepy, warte, Hilfe. Gleich liege ich auf der Schnauze. Ich muss morgen komm, fit sein. Geht schon. Ich muss morgen fit für meine Lebensmission komm sein. Komm jetzt rauf. Es geht schon. Komm, wir schaffen das. Oh, yay! Yeah. Oh.